Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe A Mensch is a Mensch in der Bundeskunsthalle in Bonn und mit einem fantastischen Bühnenbild von Naneci Yodagül. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend dabei sind und wir freuen uns besonders, dass wir in der geplanten Besetzung trotz Bahnstreik, trotz Streik bei der Lufthansa heute hier tatsächlich mit Ihnen diskutieren können. Mein Name ist Nicole Deitloff und ich moderiere gemeinsam mit Meron Mendel diese Veranstaltungsreihe. Und Meron Mendel und ich sind zu dieser Veranstaltung als Moderatoren gekommen, weil wir in ganz unterschiedlicher Funktion und in unterschiedlichen Perspektiven aus uns mit Antisemitismus und mit Rassismus in Kunst und Kultur beschäftigt haben. Und im letzten Sommer hatte uns die Bundeskunsthalle gebeten, eine Expertise zu erstellen zu Vorwürfen um Antisemitismus gegen ein Kunstwerk im Rahmen der Ausstellung Wer wir sind, Fragen an ein Einwanderungsland. Das haben wir gemacht und haben dann eigentlich im Gespräch mit der Bundeskunsthalle gesagt, warum diskutieren wir diese Fragen nicht endlich offener? Warum schaffen wir keinen Raum, um Fragen von wie hängen Antisemitismus, wie hängen Rassismus, Postkolonialismus eigentlich in Kunst und Kultur zusammen? Dann kam der 7. Oktober, hat unsere Pläne ziemlich durcheinander gewirbelt, aber sie vielleicht auch noch mal dringlicher gemacht. Und deswegen sind wir heute Abend hier und wollen diese Fragen, was hat es eigentlich mit diesen Themen Kunst und Kultur auf sich? Was ist seit dem 7. Oktober noch mal passiert? Warum ist der Diskurs so einseitig, so polarisierend in vielerlei Hinsicht? Und was kann man auch gegebenenfalls dagegen tun? Und wir möchten das heute tun mit drei ganz fantastischen Gästen, mit der Künstlerin Hito Steyerl, mit dem Holocaust-Forscher Omer Bartow und mit der Philosophin und Publizistin Caroline Imke. Und damit herzlich willkommen an unsere drei Gäste und ich übergebe direkt an Meron Mendel. Schönen guten Abend. Ich habe die Freude, unser erster Gast heute vorzustellen. Heute Nacht aus Boston hier extra gereist und morgen geht wieder zurück. Danke, dass Sie gekommen sind, Omer Bartow. Omer Bartow ist in Israel geboren, hat dort Militärdienst geleistet, hat eine ganze Reihe von Universitäten geforscht, in Oxford, in Princeton, Harvard, Rutgers. Er war auch Forscher an der Alexander von Humboldt Fellow und seit 2022 ist er Samuel Pisa-Professor für Holocaust- und Genozidforschung. Ein ganz wichtiges und wirklich empfehlenswertes Studio, ein Mikrostudio von Omer Bartow, ist 2018 erschienen unter dem Titel Anatomy of Genocide, The Life and Death of a Town Called Buchach. Und vielleicht auch noch mal ein letzter Detail, also im letzten Sommer hatten wir gemeinsam auf Initiative von Omer Bartow einen offenen Brief veröffentlicht, das war noch die Zeit vor dem 7. Oktober, aber nach ein gutes halbes Jahr, dass in Israel Proteste gegen die Netanyahu-Regierung gab. Und in dieser offenen Brief war die Forderung an die israelische Bevölkerung, nicht nur gegen den Demokratieabbau der zum großen Teil recht extremistischen Regierung zu protestieren, sondern, und so hieß auch der Brief, The Elephant in the Room, gegen diese Elephant in the Room, nämlich die Besatzung. Einige Monate später, nicht drei Monate später, ist der 7. Oktober passiert. Kann man sagen, der Elefant ist ausgebrochen. Die wenigsten wissen, dass Omer Bartow gehört zu einer sehr bekannten Familie in Israel, nämlich sein Vater Hanoch Bartow ist ein von der bekanntesten und bestens israelischen Schriftsteller der Gründergeneration des Staates. Er war auch in der Unabhängigkeitskrieg und auch da hat sich verletzt. Und als wir uns vorbereitet haben zu diesem Abend, haben wir uns die Frage gestellt, was würde Ihr Vater sagen zu der Situation heute in Israel und in Gaza?
Well, thank you, first of all, for the kind introduction, and thank you, everyone, for being here for this discussion. It's a bit hard for me to speak in my father's name. We were very close and often disagreed with each other on many issues. My father was a very strong Zionist. He not only fought in the war of 1948, he also was a volunteer, volunteered to the Jewish Brigade in World War II and fought against Germans in Italy. And was part of the organization that brought illegal immigrants from Europe to Palestine when it was still under British rule. So he had very strong Zionist credentials. In his last years, and he passed away in 2016, he came to see Benjamin Netanyahu as the worst thing that ever happened to Israel. And in fact, as he won the, a couple of years before his death, he was given the Israel Prize, which is a very prestigious prize in Israel. He said, I waited for the prize. I wouldn't die before I received the prize. He received the prize. And the prize is given officially by the prime minister, and he refused to shake Netanyahu's hand. His point was that he believed Netanyahu was an anti-Zionist in the sense that he was undermining everything that Zionism was about, that he was damaging everything that my father and his generation believed Israel should be. And so what would he say today? I think the first thing he would say would be, I told you so. He said that often on other things, but but he would say that. And I think secondly, and that was hard, I think, but secondly, I think he would say, it is time for this conflict to be resolved. And as an old soldier, he would say, you cannot resolve such conflicts with war. He knew his Clausewitz, and he would say, war is always the extension of policy by other means, and that this war and this struggle and this entire catastrophe that we see now unfolding has to be stopped through politics, not through bombs. Vielen Dank. Wir kommen auch noch mal zu der Frage, was wäre die richtige Politik? Aber da, ich überleite zu unserer zweiten Gast, Caroline Emke. Eigentlich völlig überflüssig, sie vorzustellen hier in Bonn, tue ich trotzdem. Die eine von den bekanntesten Publizistinnen und Philosophen, der heutzutage in Deutschland, hat in der LSI studiert und in Frankfurt am Main. Und 2007 bis 2014 als internationale Reporterin von der Wochenzeitung Die Zeit, fast in alle Konfliktregionen auf der Welt unterwegs. Wir kommen gleich dazu. Und heutzutage unter anderem, viele anderen auch, so vor die eine Kolumne in der Süddeutsche Zeitung, der lange Tradition des Streitraum auf der Berliner Schaubühne und vieles anders. Caroline Emke, Sie waren, wie gesagt, in viele Konfliktregionen. Sie waren gerade in Israel, in Westbank, unzählige Mal. Sie haben auch Freunde von beiden Seiten. Ich habe kurz nach der 7. Oktober eine sehr rührende Kolumne über Ihre Freundin in Gaza und was Sie dann, also ich denke, das war die erste Stimmen, die direkt aus Gaza zu hören waren, war in der Kolumne, weil am Anfang hat man das Gefühl hier, dass das ist ein Tabuthema, die Gefühle der Menschen dort zu beschreiben, so empathisch. Und meine Frage an Sie ist, wenn Sie jetzt mit Ihren Freunden auf der israelischen, auf der palästinensischen Seite sprechen, wie ist die Wahrnehmung dort vor Ort?
glaube, das, das durchdringendste Gefühl, das ich von allen höre, egal ob palästinensischen Freundinnen im Westjordanland oder von jüdischen Freundinnen in Tel Aviv oder Jerusalem oder von Freundinnen in Gaza, wobei man bei Gaza sagen muss, es ist eben nur ein sehr, sehr unterbrochenes Kommunizieren überhaupt möglich. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich sozusagen so lange ausführliche Gespräche haben könnte, wie mit den Freundinnen, die ich jetzt habe sehen können in Israel, in der Westbank. Von denen allen kann ich sagen, das durchdringendste Gefühl ist das Gefühl von Verlassenheit, von Verlorenheit, von Einsamkeit. Bei der Freundin aus dem Gazastreifen, die ich seit 20 Jahren kenne, ist es gar kein Gefühl mehr, das sich vermittelt. Da geht es wirklich nur noch ums Nicht-Verhungern und ums Überleben. Da ist nicht, dass mir jetzt noch viel an politischer Einschätzung mitgeteilt wird. Also vielleicht, das muss man einfach, glaube ich, auch so existenziell einmal beschreiben. Bei den jüdischen Freundinnen, ich habe jetzt nicht nur Freundinnen getroffen, ich habe jetzt auch Menschen getroffen, die ich vorher nicht kannte, also Angehörige von Geiseln gesprochen. Ich war auch in Be'eri, an einem der Tatorte, um sie mir anzuschauen. Ich glaube, es gibt ein sehr, sehr großes, wird Omer Batov sicherlich bestätigen, ein sehr, sehr großes politisches Spektrum. Es gibt eine ungeheuer große Vielfalt an jüdischen Perspektiven. Es ist nicht so, dass es dort jetzt einen einheitlichen Konsens gäbe. Vielleicht der breiteste Konsens, den ich überhaupt erkennen kann, ist die Ablehnung von Netanyahu. Und vielleicht darf ich einen Satz auch noch sagen, dass es im Angesicht dessen, was gerade geschieht in Gaza, und damit meine ich selbstverständlich sowohl für diejenigen, die als Geiseln noch in Gefangenschaft sind, für die jede Stunde eine existenzielle Stunde ist, die sie erstmal überleben müssen, sowohl für die Geiseln im Gazastreifen als auch für die Menschen, die in Rafah oder in Khan Yunis oder im Norden sind. Es ist kaum auszuhalten, hier zu sitzen, und wir haben Wasser, wir konnten vorher was essen. Also es ist, ich würde mir sehr wünschen, dass wir heute über all diese Fragen sprechen miteinander, aber nicht vergessen, wir reden nicht nur über Kunst und Kultur. Wir reden über Menschen, die gerade sterben. Und ja, und ich glaube, das ist sozusagen das stärkste, der stärkste Eindruck, den man mitbringt, ist dieses Moment von Alleingelassensein, von Schutzlosigkeit auf allen Seiten. Ja, ich würde vielleicht. Yeah, Omar, noch einmal. I just want to, if I may. Sure. You know, I've been in touch with a lot of people in Israel, of course, friends and family, and I must say that one thing that has struck me more than ever before, among people who are considered liberal, left wing, there's a process called in Israel now sobering up. Meaning we've sobered up from our thoughts that we could have peace, that we could be nice to the Palestinians. And the most important thing that I've sensed, or the most troubling and painful, is that people say they have no empathy for what is happening in Gaza. And I've heard it from more people than I would like to hear it, and from people that I admire and I know are humane, are good people, and they say their heart has closed. They have no space for that.
And part of it is the cost of recycling, which is completely understandable of the events of October 7th. But the result is a very troubling, an inability, an unwillingness to see the horror that is going on right now in Gaza. And I hope that there will be a sobering up from the sobering up. But right now, it's a very pervasive sentiment. Ich glaube, dieser Mangel an Empathie, dieses Gefühl von Alleingelassensein, Einsamkeit, nicht gehört zu werden, das ist ja tatsächlich auch etwas, was sich zum Beispiel auch im deutschen Diskurs eben findet. Also auch Menschen hier haben genau dieses Gefühl, auch wenn sie natürlich in einer völlig anderen Situation sind. Aber Mangel an Empathie, das ist ja auch das, was man sich hier tatsächlich in der Debatte immer wieder vorwirft und was wir auch in der Kunst- und Kulturszene hören als einen Vorwurf auch aneinander. Das ist ja nicht nur von einer Seite, sondern das sehen wir von allen Seiten. Und damit möchte ich gerne unseren dritten Gast gerne ins Gespräch bringen, Hitu Steyerl. Wir beide hätten eigentlich schon vor ein paar Wochen hier sein sollen, haben es beide nicht geschafft. Jetzt sind wir da. Ich glaube, auch Hitu Steyerl muss man hier nicht vorstellen. Sie ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen weltweit. Sie hat 1987 bis 1990 Cinematografie, Dokumentarfilm, Regie an der Academy of Visual Arts in Tokio studiert. Schon während des Studiums hat sie angefangen, eigene Filme zu drehen. Sie arbeitete für verschiedene deutsche internationale Filmproduktionen. 1992 ging es weiter, dann an der Hochschule für Fernsehen und Film in München bis 1998 und 2003 erfolgte dann schon die Dissertation mit Die Farben der Wahrheit. Seit 2010 ist Hitu Steyerl Professorin für Experimentalfilm und Video an der Universität der Künste in Berlin, seit 2012 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und seit 2021 der Akademie der Künste in Berlin. Wir hatten Sie ursprünglich eingeladen in ein Gespräch mit Bracha Lichtenberg-Ettinger hier bei A Mensch is a Mensch. Und ich würde gerne vielleicht einmal nochmal daran anknüpfen und tatsächlich auch so ein bisschen die Frage stellen, wie nehmen Sie die Verbindung zwischen der deutschen Kunstwelt mit israelischen und palästinensischen Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise auch mit den sozusagen mit der Situation in Gaza, in Israel wahr? Das ist jetzt sehr schwierig für mich, daran anzuknüpfen an das, was die Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben. Also das ist jetzt ein harter Schnitt, glaube ich, in der Diskussion, jetzt plötzlich anzufangen, von der Kunstwelt zu reden. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass sich die Debatte in Deutschland seit dem 7. Oktober ziemlich stark verschärft hat, sehr aggressiv geworden ist, auch komplett blockiert ist, dass sehr viele Kultur- und Kunstinstitutionen in so einer Art Paralyse oder Schockstarre oder Angststarre momentan verharren und dass Gespräche momentan relativ schwer möglich sind. Es gibt aber auch Gründe dafür, die jetzt nicht in dem momentanen Konflikt in Gaza liegen, die es schon sehr viel länger gab. Es gibt kunstinterne Gründe, es gibt vor allem auch technologische Gründe, die auf der Ebene der Medien oder der Plattformen liegen. Das ist sozusagen nicht monokausal zu sehen, aber was wir momentan sehen, ist eigentlich ein sehr lautes Schweigen, wobei es hauptsächlich laut ist, weil alle durcheinander reden und man deswegen nichts mehr verstehen kann. Und ist das sozusagen, also Sie haben ja schön ausgeführt, ist eigentlich was, was wir schon vor der jetzigen Situation erleben. Es ist nicht ursächlich sozusagen auf den 7. Oktober oder Israels Militäraktion in Gaza zurückzuführen. Es ist schon länger da. Gibt es sozusagen nochmal einen systematischen Unterschied seit dem 7. Oktober? Also ist das, ich will damit sagen, ist es was, was schon ganz lange da ist und der 7. Oktober bringt es sozusagen ans Tageslicht oder verändert sich nochmal was mit dem 7. Oktober? Kommt was Neues rein? Es kommt definitiv was Neues rein. Es kommt, ich nenne das in meinem Kopf, wie ein virtuelles Objekt namens Cancelismus. Ja?
oder Boykottismus. Das ist sozusagen etwas, was ich mir erfunden habe, um die Situation überhaupt erstmal für mich kognitiv in den Griff zu bekommen. Ja, was ist Cancelismus? Was ist das, was wir in der Kunstszene, in der Kulturszene momentan sehen? Ist das ein neues Kunstgenre? Wenn das ein neues Kunstgenre ist, an welche kunsthistorischen Vorbilder knüpft das an? Ja, wir haben das ja schon sehr oft gesehen in der Geschichte, angefangen von Marinetti, den Futuristen, russischen Futuristen. Ich bin heute in einem Artikel versunken, der war unglaublich. Auf jeder Diskussion gab es Schlägereien, physische Gewalt, das Publikum wurde bedroht und so weiter und so weiter. Also krasse Diskussionen, auch 68. Ich habe mal einen Film gemacht, der heißt immer noch Adorno's Gray, über das sogenannte Busenattentat auf Adorno. Das war seine letzte Vorlesung 1969 in Frankfurt, wo er von 3 Studentinnen, die sich ausgezogen haben, gestört wurde. Also es gibt unglaublich viele Präzedenzfälle und Vorbilder von Debatten, die an Punkte geraten sind, wo sie plötzlich sehr krass wurden und auch unversöhnlich. Ja. Aber ich denke, wenn wir das sozusagen auch als eine Art von performativer Situation sehen, auch rhetorischer Situation, dann ist es einfacher, damit umzugehen. Ja, weil also ich glaube, dass es auch eben vor der Situation in Gaza so war. Darf ich nachfragen? Ja. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht, deswegen finde ich das unglaublich interessant. Also ich habe noch nie es in dieser historischen Zeitachse gesehen, sondern ich muss zugeben, das kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt mit diesem Konflikt so verwoben bin, dass ich es eben nicht als performativ gelesen habe, sondern ich habe es immer gelesen, bis eben, als etwas, das mit sozusagen unterschiedlichen Zeitlichkeiten von Schmerz zu tun hat, und zwar auf beiden Seiten. Also das ist sozusagen auf jüdischer Seite, in dem 7. Oktober ist eben auch ein sozusagen Aufrufen von einem alten Schmerz, nämlich diese Erfahrung von Schutzlosigkeit gibt, von tiefer Schutzlosigkeit und von Bedrohung. Und dass es auf palästinensischer Seite auch einen alten Schmerz gibt, der auch aufgerufen wird durch das, was in Gaza passiert, nämlich den des Vertreibens, den, dass die eigenen Körper und die eigenen Leben nicht zählt, der auch der fehlenden Repräsentanz sozusagen. Das heißt, ich habe bis eben diese Konflikte schon als reale Konflikte aber wahrgenommen. Aber das habe ich aber nicht gesagt, dass das keine... Nee, ich war gar keine Kritik, ich bin begeistert sozusagen von der Möglichkeit, dass es auch denke, anders man muss zu deuten. Es beides trennen und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja? Dass es A, ein realer Konflikt, ein realer Krieg ist. Wahrscheinlich auch reale Kriegsverbrechen momentan geschehen. Ja. Aber ich wollte das nochmal abgrenzen von den Reaktionen darauf im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb, der vielleicht auch gar nicht so wichtig ist in diesem Zusammenhang, aber in dem ich mich befinde. Das ist sozusagen mein Job, mein Hintergrund, mein Arbeitsfeld. Total, ich hatte es gar nicht als Gegen, wollte mich gar nicht als Gegenrede, Entschuldigung, wenn ich noch einmal einen Satz nur sagen darf, weil es... Ich glaube, in dem Kunstfeld, ja, in diesen Situationen, man sich natürlich auch fragt, worauf reagiere ich jetzt oder womit gehe ich um? Und natürlich gibt es Interventionen, Disruptionen, die ich, ja, die ich eben nicht als performativen Akt sozusagen so sehr gelesen habe, sondern ich mich immer frage, worauf oder wie gehe ich damit am besten um, wie reagiere ich damit am besten. Aber das sind jetzt mehr die Interventionen und nicht das, was Absagen oder Ausgrenzungsstrategien oder Tabuisierungsstrategien sind. Vielleicht noch mal Entschuldigung, das war jetzt mein eigener Lernprozess, den ich für Sie jetzt ausbuchstabiert habe. Entschuldigung, es war super. Ich habe jetzt nochmal mitbekommen, Boykottism oder Cancel, Cancelism.
Cancelism, ja. Also sozusagen eigentlich zwei auch kunsthistorisch immer wieder zu entdeckende Motive, die es durchaus gibt, die ja. an bestimmten Punkten in festgefahrenen Debatten oder in denen es um viel geht, vielleicht ums Ganze geht, könnte man sagen. Du hast nochmal davon gesprochen, diese Frage unterschiedlicher Zeitlichkeit, eigentlich wie man mit Schmerz umgeht. Und so eine dritte Variante, die ich vielleicht auch nochmal ins Spiel bringen will, ist, dass es ja vielleicht auch was mit dem Nicht-Verarbeiten-Können von Komplexität zu tun hat. In dem Moment, in dem man nicht weiterkommt, in dem klar ist, dass sich das hier auch nicht direkt auflösen lässt, wo man vielleicht einfach zumachen will und Eindeutigkeiten herstellen will, wo sie nicht da sind und wo das vielleicht auch eine Schutzfunktion natürlich ist. Also vielleicht noch mal als drittes. Und wir sehen das ja vielleicht auch, dass an verschiedenen Stellen in der Debatte eben auch ja, versucht wird, solche Eindeutigkeiten zu erzeugen, die dann auch... Aber das ist mir zu schnell, Anne. Also ich, das ist mir, glaube ich, zu schnell, weil ich sagen würde... es gibt ja schon einen Grund für die Heftigkeit, mit der sozusagen eine eigene Verzweiflung artikuliert wird. Ich finde, bei den Angehörigen der Geiseln ist sozusagen, da geht es auch um Zeit. Da ist nicht sozusagen, dass man sagt, können wir vielleicht noch mal ein bisschen Verhandlungen führen, sondern da geht es darum, dass man einfach Sorge hat, dass die Leute sterben. Und auf der palästinensischen Seite, und das empfinde ich auch so, bei den Interventionen, bei den Protesten, ja, sozusagen das ist im Moment ein Geschehen im Gazastreifen. Ob wir es jetzt bereits Genozid nennen oder ob wir sagen, es hat eine genozidale Dynamik oder ob wir sagen, das ist nicht Genozid, es ist etwas anderes, spielt jetzt für die Frage der Möglichkeit der Verhinderung von Sterben gar keine Rolle. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist anzuerkennen. Also ich glaube, dass bei dem, was da geschieht in den öffentlichen Räumen, ob in den Universitäten oder in den Theatern, oder die hat etwas zu tun, glaube ich, mit der Frage, können wir noch Leben retten? Können wir noch, das ist, glaube ich, die Frage, die ja sozusagen sowohl die Angehörigen, die Familien der Geiseln umtreibt, wie diejenigen, die sozusagen den Genozid fürchten im Gazastreifen, die das Sterben und Verhungern der Menschen fürchten. Und ich glaube, das ist zumindest etwas, was ich noch sagen würde, was das entlastet nicht von der Frage, ob die politischen Verhältnisse komplizierter sind, als man sie darstellt. Das entlastet nicht von der Frage, eine universalistische Position einzunehmen, die die verschiedenen Perspektiven auch als gleichwertige anerkennt. Aber es erklärt zumindest dieses, ja, also diese Dringlichkeit und dass das eine ethische ist und nicht einfach nur eine egozentrische. Ich denke, wir werden hier nicht die Frage beantworten können, ob tatsächlich die ganze Bandbreite der Boykottismus und Cancelismus, das Hito Stahl beschrieben hat, tatsächlich aus der Dringlichkeit und aus der Sorge ist. Nein. Oder wo ist es ein performativer Akt, der vielmehr eine Verhandlung, eine ganz andere Thematik, die vielmehr mit der eigenen Beschäftigung zu tun hat. Ich denke, wir haben die beide Fälle. Ich sehe da auch gar keinen Widerspruch. Also jeder Sprechakt in der Öffentlichkeit ist performativ. Ob da eine reale, kann eine reale Dringlichkeit dahinter stehen. Aber sozusagen ohne diese performative Ebene wird das nicht öffentlich. Ja? Und deswegen denke ich, dass es auch Sinn macht, darauf zu schauen, in welcher Form werden, durch welche, quasi, wie werden diese Bühnen formal konstituiert? Und zwar nicht nur durch die Screens und Mikrofone und durch die Zentralperspektive und so weiter, sondern auch durch bestimmte Diskursregeln oder auch die Abwesenheit dieser Diskursregeln und so weiter. Um vielleicht diese Kapitel nochmal abzuschließen, denke ich an einen Text, das Sie, Hito Stahl, vor die FAZ geschrieben haben. Sie reden aktuell die Kunst- und Kulturwelt von mindestens zwei Seiten unter Druck gesetzt wird. Der eine liegt nahe, das ist von den Rechten
gerade in Zeiten, dass die AfD den Höhepunkt in alle Umfragen erreicht. Auf der anderen Seite, dass sie sagen, von einer Seite, sie beschreiben das so, von sich als antiimperialistisch verstandene sogenannte Linke. Also was meinen Sie mit dieser sogenannte Linke und was ist das Selbstverständnis diese Fraktion, die die Kunst- und Kulturwelt unter Druck setzt? Gut, da müsste ich jetzt sehr weit ausholen, um das überhaupt in einen Kontext zu stellen. Aber ich glaube, dass, also ich bin jetzt in meinem Denken auch, glaube ich, ein bisschen weiter, als ich diesen FAZ-Text geschrieben habe. Ich glaube, dass man jetzt einfach aufhören muss, auch mit diesem binären Denken. Ja? Es gibt so eine sehr interessante mathematische Richtung, die nennt sich ternäres Denken, also Denken mit drei Polen. Das war eine sowjetische Computertechnologie. Und ich frage mich, wie schafft man das, sozusagen dieses ternäre Denken wieder in die Debatte einzuführen, wo man sich nicht ständig nur zwischen zwei unversöhnlichen Polen gefangen sieht, ja, sondern sozusagen mindestens noch ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Element dazukommt, wie es ja auch der Realität entspricht. Und ich glaube, da muss man erstmal anfangen, in der Darstellung der Dinge, ja, sich auch ein bisschen mehr Freiheit zu nehmen. Ja, natürlich auf den Konflikt bezogen macht das jetzt keinen Sinn. Doch, aber erst recht. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind auch mehr bitte. Also das ist auch die Vorstellung, dass der Konflikt jetzt nur aus zwei Positionen, also schon komplizierter. Aber wenn ich da vielleicht noch mal einhaken darf. Wir haben jetzt über ethische Dringlichkeit gesprochen. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, dass man das eben auch wahrnimmt, dass es da eben nicht um irgendwas geht wie, ja, analytisch mal ist nicht auflösbar und deswegen entlaste ich mich, sondern dass es tatsächlich eben ja um ganz existenzielle Fragen auch geht. Und das ist vollkommen klar. Aber das macht natürlich sozusagen das Problem, das wir vor uns haben, vielleicht auch nochmal virulenter. Ja. Also wir haben eben auf der einen Seite existenzielle Fragen, die auch auf allen Seiten berechtigterweise da sind, die sind auch unbestreitbar. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine öffentliche Verhandlung genau dieser Fragen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Sphären. Kunst und Kultur ist dann eben nur noch eine davon, Wissenschaft ist eine andere, allgemeine politische Öffentlichkeit ist wieder eine. Und das wirft, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die Frage auf, die wir uns auch in all unseren zumindest öffentlich verhandelten Diskursen stellen müssen. Wie können wir eigentlich diese ethischen Fragen mit politischen nicht in Einklang bringen, aber wie können wir sie so miteinander verbinden, dass sie sich nicht wechselseitig verschlingen? Weil das ist ja auch so ein bisschen ein Teil unseres Problems, das wir haben, dass moralische Forderungen sozusagen die Politik eigentlich in die Ecke stellen und rausräumen wollen und umgekehrt dann eben die Politik sozusagen auch wiederhergestellt und sagt, die Moral hat sich in die Ecke zu begeben. Also wir haben ja keine Verhandlung dieser beiden Gesichtspunkte mehr, sondern eigentlich eine Verdrängung. Wie kann man eigentlich das wieder hinbekommen? Und Herr Bartow, ich würde Sie da gerne auch noch mal reinholen. Sie sind ja jemand, der auch gerade, sag ich mal, in den letzten Monaten sehr stark in Anspruch genommen wurde in diesen Diskursen mit der Frage, was da eigentlich in Gaza passiert, wie wir das eigentlich kategorisieren können und auch ja durchaus gefordert werden, ich sag mal, klare Bekenntnisse zu machen, um vielleicht sozusagen nicht da auch die eine oder andere Seite zu befeuern. Wie nehmen Sie das wahr, diese Spannung? Yeah, so let me start by saying that there is a tendency, and I can hear it here, to say what is true, that is that there is both in Israel and among Palestinians a sense of isolation, mm-hmm. Of misunderstanding, of neglect, of vulnerability, of defenselessness. That indeed exists in both groups. And both groups, that feeling triggers a whole long history. Mm-hmm. So there's a whole set of terminology that is used, is sometimes, as they say in the US, is weaponized to
make people to bring up all these collective memories of expulsion, of genocide, of persecution, of conflict, of biases, bigotry, and so forth, right? So on that level, you can say that there is a kind of symmetry. Das will ich nicht sagen. But of course, there is no symmetry at all. And when we try to go to that area of symmetry, also because we want to say both sides have a point. I can understand this side, I can understand that side. That's a good liberal leftist kind of predilection. Mm-hmm. It doesn't tell you what you're actually looking at. Mm-hmm. It actually distorts your understanding of what is going on. And I think that's very important to see. Now, if you look at it through the eyes of the people who are there, they obviously see things from their own place of pain, of suffering, and they, as I said before, they find it very difficult to empathize with the other side. I mean, you can't think of Palestinians in Gaza right now having empathy for people who were killed on October 7th, and as I said, you find very little of that on the Israeli side. But we need to, I think, see it from our position. We have a certain distance from that. And what you see now is the expression of the total asymmetry of power that has existed in that region for a very long time. It's existed practically since 1948. And that asymmetry of power now has brought us to a point where we are, and I wrote about it in early November, we are on the verge of either genocide, certainly extensive killing of civilians, extensive destruction, and what under international law would be called forcible displacement, which in popular language we call ethnic cleansing. Mm-hmm. All of these are crimes. All of these are actually crimes under international law, and they're happening in front of our eyes. And very little is being done. And this has been going on for 5 months. And we are seeing now a humanitarian catastrophe of widespread famine, lack of clean water, lack of food, the effect that this is having on tens of thousands of children, those not the 12,000 that have already died, but those who are still alive. So I think we have to keep that in mind. And while it is useful and interesting, but also important to understand where both sides are coming from and how they see themselves as victims of a particular process and can easily be triggered into violence against each other, that should not confuse us as to what we are seeing right now. And I'll say something very specific on that. In the Israeli government today, there are people who are very extreme. Mm-hmm. They are, in many ways, a mirror image of the extremists of Hamas. They want the same thing. They want a halachic, that is a Jewish religious state, from the Jordan to the sea. And they believe that they are now implementing that policy, that they are succeeding in doing it. They have already a vision of Gaza being cleaned of Palestinians who will go to Egypt, to the Sinai Peninsula, to Canada, wherever they might go, where their life will be better, and that place will become a new paradise mm-hmm. for the settlers who were removed from there in 2005. Those people are now in power. They are those who are actually implementing policies in Israel today. And nobody is stopping them. There is no stop to that. It's not coming from within, and it's not coming from without. So everything that we're seeing that is happening now is a result of that
sense of impunity that those people right now, they don't represent the Israeli public, but they have the power. But still, I mean, it is not official government policy of Israel, but I would completely agree we have extremist, may I say that, extremist parts in that government. We have one of the most extreme right-wing governments in Israel that we've ever seen. But it's not official government policy, and there are, we have seen conflicts within that government about statements, for instance, of these extremist ministers. So it seems to me, once again, it is a little bit more confusing, more complex than one could see. And I would agree, yes, there is this, I mean, stark asymmetry of power, for sure. But on the other hand, okay, coming from peace and conflict studies, I can't but say that asymmetric conflicts are, of course, particularly interesting because the powerless actor has proven so able to exert influence over the more powerful. This is what we've seen in many asymmetric conflicts because they're using asymmetric means. For instance, terror, partisan tactics and all this. So again, it is a very muddy picture, and we are, I guess, and we are displaying this right now, right? We are, I'm talking English. I'm just noticed that. But, you know, we're struggling for concepts and how we can phrase issues, how we can name them without doing injustice to what is happening on the ground. And so just one thing on government policy. So what is government policy? What is the policy of the Israeli government today? You have a prime minister whose main interest is not to stop the war. Mm-hmm. To stay in power, yes. Because that will keep him in power, which will keep him out of jail. And you have people whom he cannot afford to cross, whose policy is ethnic cleansing. And so, because of that, this is what we are seeing on the ground. Whether Netanyahu himself wants it or not, we'll never know. He probably doesn't know. He can't quite tell the truth from lies anymore. So we don't know, but we know what the government is doing or what the military is doing. Now, the most important thing here is what will happen now. And we will understand everything that happened until now in the past 5 months from what will happen in the coming weeks. Because if this policy continues, if it is not stopped, then you will be able to say, in retrospect, that everything that happened until now, mm-hmm. the removal of populations from where they live, the destruction of their houses, the destruction of the infrastructure, the deprivation of food and water and all that, led to the population being removed from the area. And then you would say, this was an operation whose goal was to remove the population from that area. That is forcible displacement. That's a war crime and a crime against humanity. If that is reversed, if it's stopped, if the population can return, if there's international involvement in trying to rebuild it, and if all of that is done under the roof of some political negotiation, which the Israeli government is completely uninterested in carrying out right now. But if it happens, then you could say, no, it wasn't that. It came close, but it didn't happen. Mm-hmm. Ich denke, es ist gut, dass wir erstmal über die Situation dort vor Ort gesprochen haben, weil das ist oft ja sozusagen die Debatte hier in Deutschland völlig abseits und ohne jeglichen Bezug zu, was da vor Ort passiert, abläuft. Nichtsdestotrotz, wir sitzen hier, das wurde schon erwähnt, von Caroline Emke, haben wir genug Wasser und sitzen bequem in unsere Couches. Und wir haben eigentlich, dass unser Blick ist sowohl dahin, aber auch hier in Deutschland. Und hier in Deutschland sehen wir seit dem 7. Oktober auch diese Abkopplung. Also die Reaktion auf den 7. Oktober war hier zum Teil, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, um zu feiern. Wir hatten damit zu tun, dass Häuser von Juden wurden mit Davidstern markiert.
Wir haben damit zu tun, dass die Statistik, die gemeldeten Fälle von Antisemitismus seit dem 7. Oktober jeden Tag 29 antisemitische Fälle gibt. Mhm. Und die Frage ist, also für mich stellen sich zwei Fragen auf. Also erste Frage, was kann man von hier vernünftig tun, um den Menschen vor Ort zu helfen? Auf der politischen Ebene, auf der menschlichen, auf der kulturellen Ebene. Und die zweite, wie schaffen wir hier eine Diskussion zu führen, der nicht dazu führt, dass diese 29 Fälle pro Tag zu irgendwie 50 oder 70 oder 100 sein werden. Denn wir sehen, dass die Bevölkerung hier nicht in der Lage ist, diese Differenzierung zu machen zwischen der Politik, die Kriegsführung Israel und die Juden, die hier zueinande leben. Von daher würde ich jetzt die Frage bezogen auf die Diskussion, wie gerade hier in der Kunst- und Kulturwelt geführt wird. Wir sehen, dass praktisch jede Woche, manchmal zwei- oder dreimal die Woche, ein neuer Skandal kommt. Zu allerletzt die Debatte über die Berlinale, davor die Diskussion über den Preis von Mascha Gessen, Hannah-Arendt-Preis bekommt. Was brauchen wir hier zu Lande, um gerade diese Debatte zu führen, differenziert zu führen? Vielleicht Frage an Sie, Caroline Henke. Ja, ich glaube, das Gute ist, dass wir gerade erlebt haben, was passieren kann und was, glaube ich, ich würde behaupten, beides gleichermaßen beachtet werden muss. Also die Frage, die sich mir gestellt hatte, bei der Frage war ja, welche Dringlichkeit entsteht, die wir hier erleben, mhm. und gibt es dafür sozusagen gute Gründe und sind diese Gründe sozusagen ethische Gründe oder sind diese Gründe psychische Gründe vielleicht oder historische Gründe. Und Omar Batoffs Einwand war ja zu sagen, nee, das ist zu einfach, wenn wir sozusagen die sozusagen gleichwertig betrachten, ohne die tatsächlichen Machtverhältnisse vor Ort anzuschauen. Und ich glaube, ich würde behaupten, dass beides nötig ist und dass es sich nicht widerspricht. Ich fände es fatal, wenn uns die Fähigkeit abgehen würde, jeweils Individuen und vielleicht dann auch Angehörige mit einem bestimmten Erfahrungswissen in diesem Erfahrungswissen ernst zu nehmen und auch gleichzeitig politische, reale, gegenwärtige Machtverhältnisse zu diskutieren. Und ich fände es fatal, also wenn es sozusagen jetzt, vielleicht habe ich Sie missverstanden, aber wenn sozusagen wir nicht, wenn wir bestreiten würden, dass es doch immer noch eben eine universalistische Perspektive geben muss, die mit mit dem Wert der einzelnen Person und dem Wert des einzelnen Menschenlebens argumentieren kann. Und darin kann es auch und muss es meiner Ansicht nach auch eine Form von Empathie geben, die nicht naiv ist, die nicht einen Blick auf sozusagen Machtverhältnisse oder historische Verhältnisse verleugnet. Also das glaube ich, und ich glaube, wir müssen das einmal so klären, weil sonst springen wir immer zwischen sozusagen der Situation vor Ort und der Situation hier. Und ich glaube, dass ich verstehe zumindest den Abend so, dass wir gerade das nicht wollen, dass wir nicht so tun wollen, als gäbe es irgendwo eine geschlossene Kunst- und Kulturszene oder eine geschlossene Wissenschaftsszene, die sich nicht auch befragen lassen muss, ja, über die reale Entwicklung vor Ort. Also nur, aber widersprechen Sie mir, wenn ich Unsinn geredet habe. Aber um die Frage vielleicht nochmal zu adressieren, also ich glaube, für die Frage, was können wir hier machen, ja, und
da würde ich sagen, da geht es schon zunächst einmal um eine Beschreibung dessen, was wir im Moment hier in der hiesigen Öffentlichkeit erleben. Und ich glaube, da gehört eben beides zu. Da gehört zu, dass es antisemitische Anfechtungen, Anfeindungen, Übergriffe gibt und dass man die ernst nehmen muss. Aber wir müssen auch sagen, dass es immer wieder im Kunstbetrieb und in der Kulturszene Situationen gegeben hat, wo eben es eine Form von, ich sag mal, Regulierung gibt, die bestimmte Äußerungen als nicht akzeptabel, als antisemitisch, als diskriminierend wertet, die aber eben immer eine bestimmte Position trifft. Ja, nämlich immer die Position trifft, die die Rechte von Palästinensern stark macht, die einen Waffenstillstand fordert, die das, was im Moment im Gazastreifen geschieht, mit dem Begriff Genozid bezeichnet. Ich will gar nicht sagen, ob ich diese Begriffe jetzt alle für richtig halte. Ich will jetzt erstmal nur beschreiben, wenn wir von Konflikten reden, dann, auf die wir irgendwie reagieren müssen, dann müssen wir beide meinen. Dann müssen wir das meinen, was Hito Steil mit Boykottitis oder war das Wort? Oder doch, eben oder eben Cancel. Dann müssen wir sozusagen die Erfahrung von ausgeschlossen sein, die Erfahrung von nicht die eigene Position in der Öffentlichkeit äußern können. Ja? Die dann, müssen wir, finde ja, ich... Dann würde ich gerne wissen, warum... Also es wäre jetzt mal eine Beschreibung. Ja, wir können jetzt in der Beschreibung, genau. können ja andere bestreiten, nee, aber das wäre jetzt erstmal, glaube ich, eine einigermaßen neutrale Beschreibung. Aber dann, ich will das wirklich wissen und ich stelle diese Frage nicht nur, weil sie irgendwie gut an diesen Abend passt, sondern ich will es wirklich verstehen. Mhm. Warum gelingt uns das so wenig und warum gelingt uns das insbesondere so wenig in einem Diskursraum der Kultur und Kunst? Wie viele Stunden haben wir? Der doch gerade prädestiniert ist für Uneindeutigkeiten, der doch gerade eigentlich das kann, diese Untiefen ausloten. Warum gelingt es gerade hier so wenig? Warum wird hier so schnell immer zugemacht? Das würde ich wirklich gerne wissen. Und ich stelle diese Frage jetzt auch an keinen spezifischen, aber Hito Steil, wollen Sie vielleicht anfangen? Also um das ganz kurz zu beantworten, es ist zu bequem für zu viele Interessensparteien. Das ist die kurze Antwort. Ich dachte, wir könnten jetzt versuchen, einfach das Pferd von hinten aufzuzäumen und uns zu fragen, hat irgendeine dieser Skandaldiskussionen, die sozusagen jede Woche aufeinander folgen, hat die irgendwas gebracht, um die Situation der Leute vor Ort zu verbessern? Und die Antwort ist nein. Ja, wir drehen uns in einem Kreis, in einem Loop, der sozusagen wie dieser Film Wie ewig grüßt das Murmeltier ja, abläuft und es scheint sozusagen keinen Erkenntnisgewinn darin zu geben, sondern die immer gleiche Logik, ich nenne das von Paparazzi und Polizei. Ja? Wer darf was, wann nicht sagen? Ja, das ist die Logik und das wird sozusagen bewertet und zwar eigentlich von allen Seiten. Wer darf was, wann nicht sagen und dann cancelt, boykottiert und so weiter und so weiter. Und das heißt, dass wir hier sozusagen in einer Art von Dynamik sind, die an der einige Parteien sehr viel Interesse haben, weil das sind virale Vorgänge, die sich sehr schnell, sehr weit fortpflanzen. Jeder hat sehr viel Interesse daran, wenn über andere Leute geschimpft wird und wenn die gecancelt werden. Das scheint sehr unterhaltsam zu sein. Es scheint sehr viele auch Interessensparteien zu geben, die überhaupt kein Interesse daran haben, in diesen Konflikt weiterzukommen, sondern denen eigentlich damit geholfen ist, dass alles genau beim Alten bleibt, dass sie genau dieselben Punkte immer wieder machen können, obwohl, wie wir gehört haben, die Situation extrem dynamisch ist und auch nicht mehr der Situation vom 7. Oktober entspricht. Ja, die bewegt sich ständig weiter. Im Grunde müssten wir, auch ich, alle jeden Tag alles neu bewerten. Ja, jemand, der dasselbe sagt wie vor vier, sechs Wochen, Monaten, kann gar nicht mehr recht haben. Ja, trotzdem bleiben sehr viele Leute einfach bei ihren Positionen, eisern, beinhart, weil das anscheinend
nützlich ist für sie. Aber vielleicht noch mal an diese, du wolltest noch mal. Just a couple of words. So I think my sense is first of all, yes, that this is a very internal conversation that's happening in Germany, among Germans, about Germany. And now there's talk about Gaza and Israel, but the conversation is a German conversation about Germany and German identity and German history. And so obviously it has no impact on what is happening there. What it ignores is the fact that Germany actually is a very powerful political player. Germany is the second largest provider of munitions and arms to Israel. 20% of all the munitions going to Israel are coming from Germany. The entire Israeli Navy and all of that is German-made. Germany can play a role, can actually play a positive role, whichever role it chooses, but it can actually play a role. And the German public could have an effect on the German government to play that role. But it appears that most of the time, that's not what's happening. What is happening is an internal discussion which is about completely different issues, this only being the excuse. Now, the other thing I'll say is that in Germany, as well as in the United States and in other countries, obviously there is a rise in anti-Semitism. We have seen it, it's been documented. Some of the rise in anti-Semitism is actually a matter of definition, not only of counting. That is, if you define a pro-Palestinian demonstration as anti-Semitic, then there are more pro-Palestinian demonstrations now, meaning there's more anti-Semitism, although they're not anti-Semitic, they are against Israeli policies. But there is a rise in anti-Semitism, even if we... Now, if you identify that, right, you have to say that that rise is also a consequence of what people are seeing on the TV screens, on their social media. And what they're seeing is the horrors that are happening in Gaza. That is a trigger for those people who are either have been sort of under the rug and have not wanted to express their views and now can express them, or it creates a new kind of sentiment, against Israeli policies. And you have to admit that when you examine when is there a rise in anti-Semitism around the world, Israel, that was supposed to be the country that solved the issue of anti-Semitism, it was in large part created because of anti-Semitism, has become now a main producer of anti-Semitism because of its policies. Okay. Now, if it disappeared, anti-Semitism would not disappear. But the fact of the matter is that there was less of it when Israel was pursuing peace. There is more of it when it's pursuing violence and destruction. You cannot separate one thing from another. You cannot say, well, we do there, killing lots of people, 30,000 people, doesn't have an effect on world opinion. It does. If you don't do it, if you say we actually want to pursue peace, you will be surprised to see that this sentiment will diminish. Okay, ich finde wahnsinnig lustig, dass ich adressiert werde, weil ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, weil du so zuckst und... Ich musste nur so lachen, weil ich sollte irgendwas zugestehen. You have to admit, I don't know what I have to admit. Aber... Not you personally. No, you were looking at me and I thought, what do I have to admit? Ich würde nur... wo ich schon so angeschaut werde dabei... ich würde nur ganz gerne, ich würde bei einer Sache vorsichtig sein. Und die Sache, bei der ich vorsichtig sein würde, ist zu sagen, dass sozusagen, der Antisemitismus als Judenhass, der sich auf der Straße oder in Schulen oder wo auch immer jüdische Menschen sucht als Objekte des Zorns oder der Entladung von Zorn und Hass über die Situation in Israel,
Ich meine, das ist immer noch einfach Antisemitismus. Mhm. Ja, das ist immer noch einfach Judenhass. Und irgendjemand Jüdisches hier auf der Straße, der angegriffen wird, weil in Israel eine Kriegsführung im Gazastreifen ist, die Menschen zur Verzweiflung bringt, inklusive mir, ja, ist immer noch Judenhass. Also ich finde, das finde ich jetzt eine etwas zu einfache Überblendung von dem, was sozusagen die Empörung, das Entsetzen, die Wut über den Staat Israel im Handeln, nicht Staat Israel im Allgemeinen, sondern im Handeln in dieser Kriegsführung ist, mit einfachem Judenhass. Ja? Und ob das zahlenmäßig oder sozusagen situativ korreliert, finde ich, kann da jetzt keine... Also, can I just one line? Just one line, really, because it's very important to understand that the Israeli government, for a fair amount of time, has been pushing the narrative that any anti-Israeli opinion, any criticism of Israel, is anti-Semitic, even if it's coming from people like me, although in my case it would be self-hate. That narrative that is being pushed by Israel through the IRA definition of anti-Semitism that the German government has gracefully accepted means that you shut people up. The goal of that is to shut down criticism of Israeli policies. And so you have to see it on both ends. Anti-Semitism is a vile, deadly, despicable sentiment. It existed before the state of Israel, of course, and it will exist even if the state of Israel ceases to exist. Absolutely. Okay, but there is a connection, and you cannot say that there is no connection between the attempt by right-wing Israeli governments to shut down any criticism of Israel as anti-Semitic, the actions that Israel takes in terms of violence against Palestinians, and not only now, but during years of occupation, and the fact that this gives space for those vile sentiments to rise up. Ich glaube, das ist der interessante Punkt, in den ich gerne einmal rein würde. Denn man kann natürlich das Argument machen, dass eine spezifische Außenpolitik Antisemitismus nochmal befeuert, würde ich sagen. Man kann natürlich auch sagen, dass eine bestimmte Außenpolitik Räume schafft, in denen sich Antisemitismus einfach wieder frei äußern kann. Und ich glaube, das erleben wir gerade durchaus, dass es nicht die spezifische Außenpolitik ist, die Ursache ist, sondern sie schafft den Raum, sie schafft die Rechtfertigung, egal wie man das jetzt bewertet, für blanken Antisemitismus, den man offen ausleben kann. Und ich glaube, was wir gerade auch hier wieder sehen, was wir wieder tun, ist, dass wir schon wieder über Begrifflichkeiten gehen. Wir versuchen wieder zum Beispiel IRA Definition versus Jerusalem Declaration. Ja, aber was ist denn falsch daran, über Begriffe? Nein, aber einen Moment. Also, was falsch ist? Nein, ich bin Philosophin. Also sozusagen, ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts gegen Philosophen. Aber darum geht es mir gar nicht. Aber mir geht es um den Punkt, dass wir zu häufig hier in dieser Debatte, nicht nur heute hier Abend, sondern da draußen, wir nutzen Begriffe und machen sie zu Kampfbegriffen, indem wir sie dafür nutzen, unsere eigene Position zu rechtfertigen. Ich glaube, das sieht man ganz gut in dieser Frage, welche Antisemitismusdefinition ist die richtige? Wann ist es, ne? Wann ist es nur ein Versuch, mich dahinter zu verstecken und zu sagen, ich nehme keine Kritik mehr an? Das ist zum Beispiel so eine Strategie, wenn wir über Genozid sprechen, nicht? Wenn wir hören, da findet ein Genozid statt. Ich meine, wir haben in der, wenn ich zu schnell werde, sagen Sie Bescheid, wir haben in der Pandemie plötzlich gesehen, wie wir alle... Danke. Wie wir alle zu Experten wurden, was den R-Wert angeht. Wir haben im Ukraine-Krieg gesehen, wie wir alle zu Experten geworden sind, welches Durchmesser das Standard-NATO-Rohr hat. Und ich glaube, hier sehen wir plötzlich alle, wie wir zu Völkerrechtsexperten wurden, die schon sagen können, was da eigentlich genau stattfindet. Ist das ein Genozid? Ja oder nein? Ist das Antisemitismus? Ja oder nein? Das stört mich. Ich habe überhaupt kein Problem damit, über Begriffe zu diskutieren. Ich glaube, es gibt kaum etwas Wichtigeres, weil sie die Welt für uns ordnen und sortieren. Aber dann, wenn wir uns die Begriffe eigentlich zu Kampfbegriffen zu eigen machen, dann kommen wir in genau diese Logik, diese verheerende Logik von Einseitigkeit, die wir gerade haben. Aber ehrlich gesagt, da waren wir doch, glaube ich. Also mein Gefühl war, da waren wir, glaube ich, gar nicht. Also so war zumindest mein Eindruck. Ja, ich glaube...
Ich glaube, dass wir eine größere Gemeinsamkeit haben in der Einschätzung der Frage, ob sozusagen, also welche Rolle oder welche repressive Rolle kann das Festlegen von eben einer bestimmten Antisemitismusdefinition, die, vielleicht muss man das dazu sagen, es gibt in der Forschung eben eine ganze Vielzahl von verschiedenen Definitionen, was Antisemitismus ist, auch im Spezifischen mit Hinblick auf das, was es in Bezug auf Israel bedeuten kann, ist ein Forschungsfeld. Es ist ein wissenschaftliches Forschungsfeld. Ja? Und in dem Moment, in dem sozusagen es außerhalb der Wissenschaft, nämlich in der Politik, ob von einer bestimmten Regierung oder also hier oder im Ausland, versucht wird, einzuengen, was alles darunter fallen kann, entstehen genau, glaube ich, solche Dynamiken. Nämlich es wird sozusagen, es gibt eine repressive Form, in einen Diskurs hinein zu regulieren. Ja, das ist das, was Omer Bar-Tov beschrieben hat, am Beispiel der IRA-Definition, um die es sehr, sehr große Kontroversen gibt, die eben in bestimmten Fällen sozusagen vorgeschrieben wird, das soll die Definition sein, mit der dann im Wissenschaftsfeld oder im Kulturfeld gearbeitet wird. Und das ist genau etwas, was sozusagen eine Vorschrift ist, die eine wirkliche kritische Auseinandersetzung und übrigens auch eine wissenschaftliche Forschung erschwert. Ja, und ich glaube, darin sind wir uns sehr viel einiger als das. Yeah, just one thing. First of all, definitions obviously can be philosophers can define things and historians can, and generally academics come up with all kind of definitions. The IRA definition is important because it's been adopted by governments. It's been made into policy. The same is why I think it's very important for us to use other concepts very clearly. When we say genocide, or when we say war crimes, when we say forcible removal of populations, there is international law. Okay. These are actual crimes under international law, and people can come up and say, I think it's genocide. Look how many people died. It doesn't matter what you think. I mean, it matters to you. You may feel very emotional about it, but is it under international law? That is very important, and we are actually not doing enough of that. Including many academics and intellectuals and who are throwing terms about, including the term pogrom, which was used over and over about October 7th, saying the October 7th massacre was the largest killing of Jews since the Holocaust. Now, maybe it's true. I'm not sure it's true, by the way, historically, but let's say it's true. The reason that this is said, especially in Israel, is to evoke the Holocaust. That's why it's said repeatedly. So people are not using these terms innocently. They're using them in order to rile up emotions, whether it's saying Israel is doing genocide or saying Hamas are Nazis, which is the way they're described in Israel. On the Israeli media, people say Hamas Nazis. That immediately makes all the connections, and then, of course, it gives you license to do whatever you need to do because the Nazis have to be destroyed. And so it's our role to be, I think, very strict with those definitions and to see how they're used or abused by governments, including the anti-Semitism definition by IRA. Ich denke, wir haben wieder mal hier eine grundlegende Diskussion, die Frage, was ist das Problem, die wir ansprechen? Das Problem ist, dass die Situation vor Ort und was kann Deutschland in der Außenpolitik tun, beispielsweise wie Omer Bar-Tov dann die Export von Waffen benennt. Zweites Problem ist, was Caroline Emke erwähnt hat, wir hatten seit dem 7. Oktober von oben von der Politik eine Reihe von Absagen von Veranstaltungen, Preisverleihungen, Konferenzen, wo entweder palästinensische oder pro-palästinensische Stimmen kamen. Also es beginnt mit Adania Shibli und Preis auf der Buchmesse oder eine Ausstellung von Rafael Malik über jüdisches Leben, über muslimisches Leben in Berlin
Und vieles anders, das ist ein zweites Problem. Ein drittes Problem, wir haben mit einem realen Einstieg von Antisemitismus. Und wie geht man mit diesen drei Problemen um? Und um das nochmal deutlich, um das dritte Problem noch deutlich zu benennen, diejenigen, die Davidsterne auf Haustüren am 7. und 8. und 9. Oktober gemalt haben, das war keine Kritik an der Stadt Israel. Das kann man in einer ziemlich schräge Art und Weise sagen, das wurde provoziert durch den Staat Israel, übrigens nicht zum ersten Mal. Also wir hatten 2014 Molotow-Cocktail-Attacke an der Synagoge in Würzburg. Wir hatten 2019 in Gelsenkirchen eine Menge von Menschen, die vor der Synagoge Scheiß Juden rufen, weil in Gaza eine Deeskalation war. Und wir haben das wieder hier seit dem 7. Oktober in einem viel größeren Umfang und viel virulenter und viel gefährlicher. Ich will dann erinnern, dass vor ein paar Wochen in der FU in Berlin ein jüdischer Student zusammengeschlagen wurde. In Zürich wurde ein Rabbiner erstochen. Also jetzt haben wir das Problem, das sind drei Probleme, die irgendwie miteinander zu tun haben, aber doch die Lösungen sind unterschiedlich. Wenn man das erste ist, ein reines politisches Thema, also was soll die Außenpolitik machen, um die israelische Militäroffensive, der Zerstörung und der Tötung, massive Tötung von Zivilisten zu stoppen? Das zweite ist eine politische Frage. Da kommt auch die IRA-Definition. Was kann man jetzt so politisch tun? Wie können wir die Kunst- und Kulturfreiheit in Deutschland bewahren und gerade so die palästinensische Stimme nicht von oben zu drucken? Und dann haben wir, und das dritte Problem, das uns wirklich, ich denke, am wenigsten bisher darüber gesprochen haben, weil wir haben keine Lösungen. Mhm. Das ist von unten. Das kann in jedem Moment überall passieren. Das ist nicht steuerbar. Und was können wir das? Und das Problem ist, dass es nicht nur eine in eine Teile der Gesellschaft, die irgendwie marginalisiert sind, sondern es ist passiert auch in der Elite. Und deswegen sind wir auch heute reden wir über die Kunst- und Kulturwelt, dass gerade dort diese Differenz, diese Linie zwischen der Empörung, würde ich sagen, berechtigter Empörung über die Situation in Gaza sehr schnell überläuft zu einem puren Antisemitismus. Wir haben das auf der Hamburger Bahnhof in Berlin gesehen. Es reichte eine Sprecherin, die den Titel hat, Direktorin eines jüdischen Museums, dass die Leute ausrasten und dass sie nicht zu Wort kommt. Und das ist vielleicht, weil wir nicht so viel Zeit mehr haben, aber doch zu diesem Thema was zu sagen. Was kann man hier von dieser Druck von unten, diese Undifferenziertheit, diese Vehemenz, die wir seit dem 7. Oktober in einer präzedenzlosen Art und Weise verspüren, wo jeder Jude und Jüdin, die hier in Deutschland lebt, das zu spüren bekommt, diese Hass, der, gebe ich Ihnen, Omer Bartow recht, vielleicht ist von Israel provoziert, aber trotzdem ist es keine Ausrede dafür, dass es trotzdem diese Gefahr für Juden in Deutschland sehr real ist. Was kann man tun? Also vielleicht dann an Sie, Hito Stahl, wie würden Sie das beobachten? Hito Stahl muss immer die Welt retten. Die ist immer zuständig für die Kultur, das ist auch das Arme, das ist so ungerecht. Ja, ich glaube, das ist aber Teil des Problems, ja, genau. Weil sozusagen die Politik blockiert ist, weil es da keine Lösungen gibt, weil nicht mal welche vorgeschlagen werden, weil auch Begriffe nicht klar ausdefiniert werden von Seiten der Wissenschaft oder der Politik. Deswegen wird das alles auf uns draufgeschmissen. Ja. Und dann entsteht so eine Art von Ersatzbühne, ja, auf der dann Künstler, Künstlerinnen, die überhaupt keine Ahnung haben, ja, von allen diesen Themenfeldern, wo die das dann sozusagen
in stellvertretend auflösen sollen. Das ist aber nicht möglich. Also wir werden, ich wäre so froh, wenn ich jetzt qua meiner Rolle als Künstlerin aufstehen könnte und sagen, der Krieg ist aus, ciao, geht nach Hause, ich habe das Problem gelöst, wunderbar. Ja, ich wäre die Erste, die das machen würde. Aber das ist leider nun mal nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, weil eben die Diskussionen blockiert sind, weil die Politik blockiert ist, weil auch Politiker oder keine Lösungen finden wollen, weil das in ihrem Interesse liegt. Deswegen wird das auf uns draufgeschoben und wir sind okay. Ja, Boykottismus, was soll ich, Boykottitis, was soll ich dazu sagen? Ja, ich finde das ganz kurz. Also nur wegen vorher noch eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe mir überlegt, also es wäre auch absurd für Deutschland zu sagen, dass Islamophobie durch den 7. Oktober erzeugt wurde oder massiv befördert wurde. Die gab es auch schon vorher und ich glaube, so ähnlich kann man das für den Antisemitismus schon auch sagen. Ja. Das sind, und I'm out on a limb here, because I'm not a specialist. Ich bin keine Spezialistin für irgendwas davon, aber wir sehen ja auch von Seiten von Politikern wie Erdogan zum Beispiel, dass jede Kritik an islamistischen Terror als Islamophobie abgetan wird. Also ich glaube, die holen die andere Seite holt auch da schon ganz schön nach momentan. Ich würde ganz gerne vielleicht drei Sachen sagen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen schon auch sagen, wir haben auch einen Anstieg in Rassismus gesehen. Absolut. Wir haben massive Übergriffe gesehen auf Person of Color. Wir haben sozusagen migrantische Menschen sind auf der Straße irgendwie angegriffen worden, ob mit Kopftuch. Ja, also das müssen wir auch sagen. Also das gibt einen massiven, ekelerregenden Rassismus, den gab es vorher auch. Aber er hat sich jetzt sozusagen auch nochmal ein Narrativ geschaffen, dass jetzt irgendwie den Antisemitismus besonders gerne in einem Feld sortiert, in dem es ihn auch gibt, wie es ihn überall gibt, in allen sozialen und in allen kulturellen irgendwie Kontexten. Also das ist das Erste. Also ich finde, wenn wir sagen, was ist sozusagen an Menschenverachtung sichtbar geworden nach dem 7. Oktober, so ist es definitiv auch Rassismus gewesen. Das Zweite finde ich einen ganz wichtigen Punkt von Hito Stahl. Ich habe auch den Eindruck, dass es eine Diskussion gibt, die jetzt irgendwie erst gesagt hat, es gab dieses große Schweigen, das war dieses, das eine große Thema, glaube ich, dass es mangelnde Anteilnahme gab und dann, dass es sozusagen eine Polarisierung gibt, dass in der Kulturszene besonders viel Antisemitismus sich jetzt äußern würde. Und ich habe auch da auch den Eindruck, da wird etwas dahin geschoben, was es überall in der Gesellschaft gibt. Und dann wird zusätzlich von oben werden sozusagen Kriterien festgelegt, wie da jetzt diskutiert oder das Problem mutmaßlich gelöst werden soll. Und das ist vor allem eines, das sozusagen innerhalb der Kulturszene oder innerhalb der Wissenschaft auch genau die Instrumente, mit denen man möglicherweise diese Fragen angehen könnte, nämlich eine politische Betrachtung der Machtverhältnisse, nämlich eine Betrachtung der konkreten Situation vor Ort, aber auch all die Begriffe, die wir, Entschuldigung, Philosophin, jetzt irgendwie nun mal haben, aber die wir im Völkerrecht haben, die wir in den Genfer Konventionen, in den Zusatzprotokollen haben, die Beschreibungen von dem, was heißt denn eigentlich Genozid, was heißt denn Apartheid, ist das anwendbar, warum nicht? Also ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, das wirklich Schlimmste ist, dass wir die Kontroversen gar nicht führen können, weil beständig Leute ausgeladen werden, die Begriffe verwenden oder die irgendwie sich in irgendeinem Statement, in irgendeiner Stellungnahme mal geäußert haben. Ich möchte bitte mit den Leuten, mit denen ich nicht übereinstimme, die möchte ich bitte einladen. Und zwar auch übrigens aus reinem Selbstbewusstsein, weil ich immer noch glaube, man kann mit Argumenten dann versuchen, möglicherweise mindestens die eigenen Gründe zu veranschlagen. Ja? Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Also wenn die Frage ist, was können wir denn tun, dann würde ich sagen, bringt uns zusammen, die wir nicht übereinstimmen. Ja? Dafür gibt es Regeln.
Das muss man schon sagen. Ich glaube, das, was im Hamburger Bahnhof passiert ist, ist für mich inakzeptabel, weil da nicht mehr zugehört wurde, weil es gar keine Möglichkeit des Austausches gab. Da kann man sagen, ja, war performativ, aber sozusagen, das ist einfach nur Aggression performativ. Ja. Aber ich will sozusagen diese Diskussion führen können und meine große Sorge im Moment ist, dass es sozusagen eine voreilige politische Angst gibt, die kein Zutrauen in die Argumente hat, ja, und die auch vielleicht fürchtet, dass bestimmte Positionen, die unerwünscht sind, dann eben gehört und diskutiert werden. Aber ich glaube, wir müssen sie diskutieren. Ne, sie sozusagen gleich eine ich würde alles zustimmen, aber ich an einen Punkt würde ich doch widersprechen. Also diese Gleichsetzung der Anstieg des Antisemitismus und Anstieg von Rassismus. An sich haben wir Anstieg an beiden, aber in der, wenn man das genau hinschaut, wir reden von unterschiedlichen Formen der Anstiegs. Weil Antisemitismus ist auch wiederum das von unten. Die in der Breite, in den Teil der Demonstrationen, nicht alle, also auf der, wir als gerade als jemand, der Bildungseinrichtung leitet, ein Flut von Kinder, Jugendliche jüdischer Herkunft, die in der Schule angegriffen werden. Mhm. Soweit ich weiß, und ich bin ziemlich gut informiert, auf dieser Ebene gibt es keinen nennenswerten Anstieg von Rassismus. Also es kann im Einzelfall sein, aber es ist nicht systematisch. Das ist die Fakten. Was wir haben, ist Anstieg der sozusagen der anti-muslimische Rassismus von oben. Also die Absagen, Stimmen, die nicht gehört werden, Canceling. Also diese Art von anti-muslimischer Rassismus, der sehr real ist, ist nicht von unten, sondern von oben. Und ich denke, wir haben schon vorher von Asymmetrie gesprochen, ist eine Form der Asymmetrie, die wir benennen müssen. Mhm. Absolut. Und das ist ja auch so ein bisschen, was Hanno Rautenberg, glaube ich, im Dezember mal in der Zeit die elende Routine in dieser Debatte genannt hat, nicht? Wo er sagte, naja, Kunst- und Kulturschaffende würden häufig auch anti-israelisch protestieren gegen sozusagen die pro-israelische Haltung der Bundesregierung. Dann würden sich Politikerinnen und Politiker darüber empören, dass das so kommen könnte. Und dann würden sich Kunst- und Kulturschaffende wiederum über den Protest gegen die Empörung empören. Und am Ende sozusagen würden alle Zensur rufen und keiner habe miteinander geredet. Ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen aus dieser Runde und ich bin jetzt mal gespannt, ob das so stimmt, dass wir auf der einen Seite ja dieses Problem haben. Wir sehen sozusagen Vereinseitigung in der Debatte. Wir sehen auch, dass da manchmal Sachen rausgehauen werden, die schon auch in den Bereich von Antisemitismus fallen. Aber wir sehen eben auch das Problem, dass andere Stimmen dafür gar nicht gehört werden und dass das eben sofort irgendwie sozusagen ausgeladen wird, wenn man sich nicht ganz sicher mehr sein kann, ob die auch angepasst sprechen können. Und ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass wie kriegt man das wieder hin? Wir kriegen es nicht wieder hin, wenn wir sogar noch stärker regulierend eingreifen. Also wenn wir nur mehr sagen, nee, das können wir uns nicht anhören, das ist zu gefährlich. Der hat mal vor 10 Jahren eine Erklärung mit unterschrieben, die hat vielleicht in einem Essay mal einen Ghetto-Vergleich gemacht, der eigentlich hanebüchen war. Und dann ist egal, ob der Rest des Essays eigentlich sehr, sehr gut war. Sondern wir müssen, ich glaube, Hito Steil, Sie haben mal gesagt, ich weiß nicht, wo es war, ehrlich gesagt, ich habe es nicht mehr im Kopf, von Trial and Error. Wir müssen wieder auf Trial and Error setzen, wir müssen es drauf ankommen lassen, wir müssen es austesten, auch wenn wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Caroline Ehmke, Sie haben mal gesagt, wir müssen wieder Räume öffnen. Sie wollen Räume haben, in denen man wieder einander zuhören kann, also auch keine sozusagen Schließung, sondern eher Öffnung. Frage, die ich gerne nochmal an unsere 3 Gäste stellen würde, haben wir solche Räume denn oder wie müssen die aussehen, dass wir uns auf Trial and Error einlassen können? Was sind so die Ideen, die wir da eigentlich haben? Wie können wir zu solchen Räumen kommen? Oma, ich habe Sie schon lange nicht mehr gehört, deswegen würde ich Sie gerne zuerst einmal hören, denn die beiden Damen haben jetzt viel gesprochen und danach vielleicht Sie beide nochmal. Yeah, so, you know, I don't live in Germany, I live in the United States and there's
a big debate in the United States, and there have been many demonstrations. There have been several university presidents who were forced to resign. Some people tell you American campuses are really dangerous now. They're totally anti-Semitic. It's all highly exaggerated and does not reflect reality. But there is now, first of all, a new political awareness, some of which I actually welcome. My students 10 years ago at Brown University were only thinking about getting their degree, and a nice degree from Brown, and then going to law school and having a career, and that was it. And there is more interest, they're more active, and I think that's a good thing. They sometimes, because they're young, they're also very passionate, and they don't have time to go to the library and actually read a little bit about what they're protesting about. And so that, I think, is what we can provide. And I know that I've been trying to do that, and some colleagues of mine, exactly at this time, not to say, I don't want to get involved because then I will be labeled. You know, if I say anything, some people would say, oh, he's against Israel, he's anti-Semitic. Oh, he's pro-Israel, then he's a settler colonial capitalist pig. So to become active, and I can tell you that when you do that, you discover that people actually, especially young people, those who are active, those you see in demonstrations, actually want to sit and talk and learn and read and discuss without flinging accusations at each other. So I've been teaching a seminar this semester on a topic that in Israel and maybe in Germany would be scandalous, on the Holocaust and the Nakba. And I have about 40 students. Some are Jews, some are Lebanese or other Muslims, and some are just regular Americans, whatever that means. And we have wonderful discussions every week. They don't want to leave the class. And they read things that they don't know. They don't even know the geography, as we talked about earlier. I mean, so you show them maps. This works. And one can do it. All of us, we are educators, intellectuals, we can do it with groups. I invite every week another speaker. There will be 19 speakers that I've invited since November. Every week they come and they talk to a group of undergraduates, graduate students, faculty, in a civilized manner. Because it's a seminar atmosphere. And I tell them, we come here to learn things that we don't know, and they're going to tell us. And we can argue with them, but it's not about simply politics. It's actually about understanding concepts, understanding history, understanding passions, reading poetry together. It works. And I think that we don't do enough of that because people are afraid of somehow being labeled. That's what I would recommend for myself, because this is what we know. This is something we can do. We are not political leaders. We can also call upon our students and fellow citizens to actually be engaged politically. We live in democracies. We can actually put pressure on our governments to follow policies that we think are right, or not to follow policies that we disagree with. Not just to talk among ourselves in that case, but to actually affect policy. And I think, again, that is not being done enough. You know, Samantha Power, who then became engaged in politics when she was a journalist, she wrote a book, A Problem from Hell, about the history of genocide in the 20th century. And her argument was that when publics, when citizens engage in something that is happening in another part of the world they know nothing about, but they think that their government should become engaged in that, and they go out to the streets, they write the representatives or whatever it is, they can affect policy. And we have lost the feeling that we can do that. We live in a world today that so many citizens feel that they don't actually have influence
on their own policymakers. This is a good moment to actually seize that opportunity and move our governments in the right direction, rather than just have these sort of political hacks changing chairs for between each other. Mm-hmm. Caroline Inter. Ich würde vielleicht eine skeptische Bemerkung vorwegschicken und dann nach den Räumen antworten. Das eine ist, dass es schon etwas gibt im Moment in der Öffentlichkeit, das mir auch Angst macht. Und das ist dieses sich selbst vereindeutigende Sprechen und ein Sprechen, das schon mit einer ungeheuren Vehemenz daherkommt. Und vielleicht kann ich sagen, ich bin queer. Und queer sein heißt für mich, ich will niemals in meinem Leben zu den Bullies gehören. Und es gibt in dieser Debatte manchmal einfach Bullies. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Problem im öffentlichen Raum. Und ich glaube, dass woran wir arbeiten müssen, ist eben dieses vielleicht auch manchmal tapsende oder sich selbst nochmal korrigierende Sprechen, dass etwas verstehen will. Und verstehen ist Arbeit. Mhm. Ja, also verstehen kommt nicht von irgendwie, also einfach so, sondern verstehen ist langsame Arbeit. Ja? Und vielleicht kann ich dazu sozusagen sagen, ich hatte eine großartige Großmutter und meine Großmutter hat immer, wenn man eine Scheibe Brot schneiden sollte vom Laib Brot, den genialen Satz gesagt, Segen, nicht drücken. Ja? Und das gilt auch für diese Art von Auseinandersetzung. Ja? Also sozusagen, man muss es wirklich langsam mit Begriffen, aber auch mit den realen Beschreibungen und auch im Angesicht sozusagen der realen Machtverhältnisse sich irgendwie anschauen. Und ich glaube, dass es manchmal dafür erst einmal nicht öffentliche Räume braucht. Dass es manchmal hilft, ein Sprechen zu üben und auszuprobieren, wenn man noch nicht in der Öffentlichkeit ist, wo sofort irgendwie mit einer Hermeneutik des Verdachts einem unterstellt wird, man habe dieses oder jenes gemeint, ja, und es dann ins Öffentliche zu tragen. Mhm. Bitte Steil. Ja, ich denke, wir müssen über Infrastruktur nachdenken, weil das Sprechen formatiert wird von den Räumen, in denen es stattfindet. Es wird formatiert von dieser Bühne. Wir sehen, die Räume sind meistens zu, die physischen Räume, die Institutionen sind in Schockstarre, sie ermöglichten diese Debatte nicht. Was aber wesentlich meiner Ansicht nach wichtiger sind, sind die digitalen Räume. Und die sind einfach absolut zu formatiert. Ja? Die formatieren die Debatte in einer aggressiven, polarisierenden Weise, sodass sozusagen eine reflektierte Debatte überhaupt nicht entstehen kann. Ja, jetzt ist es zum Glück so, dass die Kulturszene seit so 2-3 Jahren entdeckt hat, dass es eine digitale Welt gibt. Und jetzt sagen sie, oh mein Gott, wir müssen auf TikTok gehen und so weiter. Das ist alles völliger Blödsinn. Man muss darüber nachdenken, wie kann man eine andere digitale, dezentrale Infrastruktur aufbauen, die nicht diese Algorithmen hat, ja, die von vornherein spalten, die Leute aufhetzen, auf Transgression aus sind und so weiter. In diesen Räumen kann so eine Debatte nicht stattfinden. Deswegen, wir brauchen eine andere Infrastruktur, damit diese Debatten überhaupt erst wieder möglich werden. Es gibt diesen wunderbaren Begriff, den hat Cory Doctorow letztes Jahr geprägt, die Enshittification, die Internet nennt er das, ja? Also die Verscheißerung des Internets. Damit wollte er darauf hinweisen, dass Plattformen herunterkommen, sie degradieren auch ihre Benutzerinnen und so weiter und so weiter. Und er fordert
gefordert, das sozusagen zu de-entschittifieren. Und das müssen wir mit der Kulturszene auch machen. Ja, wir müssen die Kulturszene und ihre Infrastruktur de-entschittifieren, damit überhaupt erst wieder eine Debatte möglich wird. Sehr schön. Also wer denkt, dass wir heute keine Begrifflichkeiten diskutiert hätten, liegt falsch. Wir haben die De-Shitification, wir haben die Boykottitis und die den Kanzelismus. Hat aber alles Hito beigesteuert. Aber ja. Hat alles Hito Steyer beigesteuert. Aber Miron, it's your turn. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zu Ende. Die Zeit ist um. Wir haben versucht, so ein bisschen mit den Sägen zu arbeiten. Wir sind so ein bisschen gekommen, aber nach ein paar Minuten mussten unsere Moderationskarten beiseite legen, weil einfach mit so drei wunderbaren Gästen, mit so vielen klugen Beiträgen, es hat sich von sich entwickelt. Hito Steil, Omer Bartow, Caroline Emke, vielen, vielen Dank für Ihre Beiträge, für diese lebendige Diskussion. Und die gute Nachricht, es endet nicht heute, sondern wir haben am 11. Juni wieder treffen uns Nicole Deiteloff, ich und andere Gäste, die hier in der Mitte sitzen werden. Und wir werden versuchen, weiterhin mit den Sägen zu arbeiten, vielleicht noch mehr in den Blick in die Zukunft, konstruktiv. Wie kann man auf diesen Staatszustand, aus dieser Unversöhnlichkeit rauskommen? Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie hier heute in der Bundeskunsthalle waren. Vielen Dank für die Gäste, die von zu Hause zugeschaut haben. Und wir sehen uns wieder am 11. Juni.